Ich hüte mich im Moment davor, direkt jetzt hier irgendwie schon den nächsten Stadtteil zu bauen, weil ja ich irgendwie Angst habe, dass das dann dazu führt, dass es dann direkt wieder Stau gibt. Und der wird dann mit Sicherheit bestimmt sehr schnell kommen. Und wenn ich dem aus dem Weg gehen kann, dann gehe ich dem soweit sehr gerne aus dem Weg, würde ich sagen. So, wie weit ist eigentlich so die Versorgung mit Medizin? Ist okay. Feuerwehr ist zum Teil nicht das Beste. Kann ich nicht hier hinten doch noch mal eine Feuerwehr errichten? Doch. So, Polizei ist hier hinten auch nicht unbedingt das Beste. Kann ich da nicht einfach quasi noch mal sagen, ich setze hier noch mal eine kleine hin. Und hier noch mal eine kleine. So arm bin ich dann ja doch nicht. Und hiermit ist ja überall gut. Und U-Bahn steht ja sowieso. Na gut. So, und hier trudeln sie alle rein. Wie gesagt, hier, die fahren rein. Hier gibt es keinen Stau. Und dann fahren sie hier lang. Und die Straße ist lang genug, sodass es hier eigentlich auch nicht zu Stau kommt. Und die fahren dann meistens hier links lang. Und dann hier irgendwo rein oder so. Ja, gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Ich markiere das Ganze dann auch schon mal hier zu einem eigenen, wie heißt es, zu einer eigenen Stadtteil, wo ich auch noch nicht, ja, wie nenne ich den? Ich weiß es noch nicht. Da bin ich ein bisschen zu weit raus. So. So, wie auch immer der Stadtteil heißt, wir werden sehen. Wie hoch ist eigentlich die teuerste Quadratmeter? 68 Euro, 71, 77. Ich glaube echt, dass die teuerste quasi Bodenwert in Seidels in Eichhorn liegt. Würde ich mir jetzt mal so spontan vermuten. 72 ist hier auch sehr teuer. Also Strike City ist auch noch verhältnismäßig teuer. Aber Eichhorn ist echt der teuerste, ist quasi teuerste Viertel der Stadt. Mit 78 Euro pro Quadratmeter. Hier stehen auch die ganzen kleinen Villen und so der Leute. War ja auch so ein Planstadtviertel, so ein bisschen wie so, ja, wie dieser Kreis da, keine Ahnung, wie man es jetzt nennt. Okay, jetzt kommt sie doch schon zu ersten Staus. Und hier der Tutervogel. Und das Gebäude hier ist auch schon groß. Muss man sagen, das ist schon ganz schön groß. So, die Sache ist ja auch immer, die entwickeln sich ja jetzt auch noch alle weiter, die Gebäude. Und das führt ja auch noch zu verstärktem Wachstum und Anziehung von Leuten. So, wie gesagt, das nächste, was wir besiedeln könnten, wäre das hier. Hier steht ja im Moment die Müllabfuhr. Beziehungsweise die Müllverbrennungsanlage. Aber das gehört ja auch gleichzeitig die Müllabfuhr dazu. Oh Gott, wir brauchen jetzt hier nochmal viel mehr neues Gewerbe. Aber ich will diese Straße hier nicht, weil die soll ja schön aussehen. Man soll ja einen schönen Blick drauf haben. Eventuell könnte ich bis hier hingehen. Oder ich gehe zumindest mal hier hin. Setze hier einen Streifen Bürogebiet hin. Und dann der Rest hier so. Ja, das gleiche könnte ich eigentlich hier machen. Hier so einen Streifen Bürogebiet. Und den Rest hier so. Weil wenn hier so viel Nachfrage ist, oh Gott, es werden hier schon immer wieder mehr Autos. Das wird auch ein Problem sein, wenn ich hier was hinstelle, wie viele Leute dann da auch hin wollen.
Was ist das denn hier? Was? Werden, ich kann mal ganz kurz schauen, ob die Wege ganz gut genutzt werden. Ne, nicht die Wege, die Wege hier. Ja doch, die werden teilweise schon genutzt von den Leuten, auch hier. Ich meine, die gehen dann ja hier rüber, dann quasi einkaufen. Wobei das hier, okay, jetzt schon etwas weniger. Oder das hier vielleicht. Ja doch, das wird schon wieder mehr genutzt. Wie sieht es denn auch innerhalb der Stadt aus, die Wege? Ah ja doch, die werden schon ganz schön gut genutzt. Was heißt ganz schön gut? Also sie werden zumindest genutzt. Und das freut dann doch. So, und bei Nacht sieht das Ganze natürlich hier noch viel schicker aus mit den ganzen leuchtenden Gebäuden. Und besonders hier das, weil das leuchtet im Gegensatz zum vorherigen Gebäude. So, aber ich würde sagen, wir schauen mal, was wir hier machen. Vielleicht machen wir hier noch so eine Ghetto-Insel draus. Quasi hier ist die normale Insel, ja, und das hier so ein bisschen edler und das hier wird so die Ghetto-Insel. Ja, vielleicht machen wir hier echt so eine Ghetto-Insel. Ich würde sagen, erstmal füllen wir das hier aus mit der Straße hier. Oder nee. Da wollte ich ja was ganz anderes draus machen. Mir ist es gerade wieder eingefallen, dass ich planmäßig hierfür was ganz Bestimmtes vorhatte, um Staus zu entgehen. Und dafür pausiere ich mal gerade ganz kurz. Ja, komm, reiße ich die auch mal ganz kurz ab. Und zwar war meine Idee, hier erstmal einen ganz großen Autobahnkreisel zu bauen. So, mit dem können wir ruhig mal, keine Ahnung, hier anfangen. Das muss im Prinzip einfach nur ein ganz großer Autobahnkreisel sein. Ich würde sagen, wir fangen da mal hier an. Und der sollte auch eins in der Höhe sein. Aber schon von Anfang an. Also ist ja eigentlich egal, dann kann ich hier später nochmal das Ganze löschen. Das sieht ja aber jetzt schon nach einem sehr unschönen Kreisel aus, wenn ich hier mal die Ecken und Kanten ansehe. Und so da jetzt auch wieder. So, das muss man schöner bauen. Ich meine, das kann ja so, wenn ich mir das hier anschaue, dann sollte das lieber hier so lang gehen. Wobei, das sieht doch nicht rund aus. Das sieht doch eckig aus wie sonst was. Sorry. Könnt ihr da kein einigermaßen... So, so ist okay. So, jetzt ist es aber falsch herum. Ach Gott, ey. So, jetzt ist es einigermaßen rund, so. So, und jetzt machen wir hier mal schön weiter. So, das passt doch, ja, im Großen und Ganzen passt das jetzt. Es nimmt schon Form an.
So, aber das hier können wir schon mal löschen, weil das Ganze soll ja quasi hochgebaut sein. So, und es passt. Es passt. So, jetzt haben wir hier diesen riesigen Autobahnkreisel. Und da würde ich sagen, dass wir hier dafür eine Einfahrt, dass wir... Moment, wo haben wir es? Das Autobahnkreuz müsste hier ja irgendwo sein. Das ist hier. So, und das setzen wir mal... Okay, eigentlich müssten wir es hier ransetzen. Das machen wir auch. Wir setzen es so jetzt hier ran. Bumm. Oder wir setzen es so und dann könnten wir da... Ach nee, wir lassen es einfach so. Strike City hat ja mittlerweile nicht mehr so ein Stauproblem. Deshalb geht das. So, das ist aber jetzt mal wieder schief und krumm. So, so passt das doch schon besser. Und dann machen wir das hier mal genauso. Komm schon, Wasser bauen ist immer auch ein bisschen nervig. Wenn das hier alles nicht so ganz gerade andocken will. So, so passt aber. Das hier führt jetzt erstmal zu... Führt das zu was? Ne, das führt zu nichts. Könnte ich das noch irgendwo anschließen? Ja, erstmal nicht, würde ich sagen. Ich könnte es da anschließen. Aber was würde es bringen, ist die Frage. Weil ich meine, wenn Leute... Gut, die können dann da und da... Würde es irgendwas bringen, da noch eine Verknüpfung zu haben? Eigentlich nicht. Nee, es ist sinnlos. Dann kann... Ja, das hier weg. Gibt es eben nur eine Einfahrt nach oben. So. Aber dann können wir hier schon mal das hier schön weiter platzieren. Und zwar ungefähr bis hierhin. Und dann können wir es... Das Gefälle ist zu steil. Wo ist denn das Gefälle zu steil? Okay, da ginge es. Wir müssen vielleicht früher schon die Kurve ansetzen. So, und zwar dort. So, da geht's rein. So, jetzt müssen wir noch eine Rausfahrt bauen, aber das ist jetzt nicht so schwer. Das ist eher das Einfache von den beiden Bauvorhaben, würde ich sagen. Ah, ne, noch eins. So, hier so. Ja, vielleicht machen wir ja doch einfach hier erstmal so. So, nur, dass mir mal wieder eine Kurve nicht so ganz gefällt, wie so oft. Wie so oft gefällt mir eine Kurve nicht. So kriege ich die wieder hier irgendwo besser angedockt. Gott, immer diese einen Kurven.
Ist das... Ja, ist okay, ist okay. So, da müssen wir das hier noch drehen. So, dann passt das auch da von der Ein- und Ausfahrt. So, dann fährt man hier rein und hier raus. Und jetzt kann ich hier schön was bauen mit ganz vielen Autobahnzufahrten quasi. Und zwar bauen wir hier jetzt schon mal... Ich würde sagen, einfach von der Mitte aus eine ganz gerade... Ne, wir müssen ja sowieso schon mal von hier aus nochmal was bauen. Und da würde ich sagen, ziehen wir von der Straße aus einfach mal eine Sache hier bis ganz nach unten. Und dann ziehen wir von hier auch nochmal hier was ganz nach unten. Und hier, so, da haben wir da quasi irgendwie eine Art Kurve. Und das so habe ich auch noch nie gebaut, quasi in der Form. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Man merkt, dass es nicht ganz passt. Aber die Idee... Ja, das passt ja schon gar nicht, weil es leicht gebogen ist. Das wird später eh schief und nicht passend aussehen, egal wie ich es baue. Da baue ich lieber wie gewohnt. So, ich muss mir jetzt nur hier überlegen, wie ich überall Andockstellen setze. Und zwar ziehe ich... Moment. So mache ich das. So, ich baue die nicht immer direkt nebeneinander. Ich lasse da eins frei quasi. Nee, das hätte ich noch ein bisschen länger machen können. So. Letztendlich hundertprozentig wird es eh nicht passen. So, aber... So, vielleicht seht ihr, auf was ich hinaus will. Wahrscheinlich seht ihr es nicht. So, ich setze jetzt hier nochmal... Ach komm... Hier eine Straße lang. So. Ach komm schon. Ach komm schon. So, und dann werde ich da später die ganzen Autobahnverknüpfungen dran setzen. Und vielleicht wird das hier mal der erste Stadtteil ohne Stau. Es wäre ein Wunder. Aber vielleicht wäre es nicht unmöglich. We will see. So, und dann hier die quasi, hier die Verbindung. Und dann muss ich, die kommen ja immer von da. Okay. Bam. Bam. So, und von hier mache ich mal direkt... eine leichte Kurve rein, um anzudeuten, dass das hier andocken wird. So. Ey, vielleicht wird das echt die staufreie... Das wäre natürlich echt quasi der Traum schlechthin. Ohne Staus.
Aber hey, vielleicht funktioniert's. Wir wissen es nicht, aber vielleicht funktioniert's. So, ich ziehe das hier nochmal hier lang. Und pflaster das erstmal hier alles weiter nach dem Schema.